Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, Frau Guten Tag, Frau Wilhelm. Haben Sie gute Anreise gehabt? Ja, abgesehen von den vielen Staus. Ja, aber wenn Sie dann später Fahrräder haben, dann umgehen Sie die Staus. Umgehen ja, wir die Staus, das sind jetzt die letzten Staus, die Sie erlebt haben, noch auf dem Heimweg, aber dann wird es besser. Ja. Und Sie holen heute Ihre zwei Rettler ab? Ja. Richtig. Und jetzt hätte ich gern gewusst, wie sind Sie auf die Idee gekommen, bei uns diese zwei Rettler zu kaufen? Bekannte von uns haben die Räder schon und wir sind dann Probe gefahren. Ausschlaggebend ist eigentlich, dass man die zusammenklappen kann und dass sie in den Kofferraum passen. Was haben Sie für Fahrzeug? Wir haben einen VW Tiguan. Ah ja, können Sie beide so, haben Sie es ausprobiert? Wir haben also eins haben wir reingestellt und gesehen, es passen dann auch zwei rein. Passen zwei rein, Naja, dass sie relativ gut zu verstauen sind in einem Auto, ohne dass man jetzt extra auf der Anhängerkupplung nochmal einen Anhängerträger anbringt, weil das doch ja in meinen Augen immer relativ lästig ist, ihn abzubringen, anzubringen. Ja. Man fährt im Sommer nicht wochenlang mit diesem Träger rum, man muss ihn aus der Garage rausholen, man muss ihn aufsetzen, ausrichten. Ja, leicht ist eine halbe Stunde vergangen und uns hat einfach dieses Prinzip der leichten Handbarkeit überzeugt, dass man mit wenigen Handgriffen eben halt im Auto verstauen kann. Und was ja auch schön ist, ist, wenn man irgendwo größere Touren macht und hält irgendwo auf dem Parkplatz oder so, sind halt auch die Stadtfischer untergebracht, ne? Auf dem Anhänger, auf der Kupplung doch nicht so. Nicht so. Nee, das stimmt. Ja. Ja, und ich war eben halt überrascht, dass diese Klappräder doch relativ stabil sind. Also meine Vorstellung war eine ganz andere und ich war positiv überrascht. Und ja, das hat die schnelle Entscheidung, es dann doch zu machen, nochmal befördert. Prima. Und Sie? Sie haben sich angeschlossen. Meine Frau hat eigentlich immer gedrängt, hat gesagt, lass uns mal danach gucken. Und ich habe es immer so ein bisschen aufgeschoben. Ja, schön. Ja, weil man halt damit ein bisschen flexibler ist. Man kann ein bisschen weiter wegfahren und dann an einem anderen Ort Fahrradtouren machen.